Willkommen zur Hoffnungszeit in dieser Fastenzeit. Mein Name ist Andrea Langenbacher, ich bin Gleichstellungsbeauftragte und hier im bischöflichen Ordinariat. Diese lang anhaltende Zeit des Abstandhaltens und der Kontaktbeschränkungen erlebe ich als ermüdend, erdrückend und mürbemachend. Ich erlebe es wie eine Fastenzeit, die vor vielen Monaten bereits begonnen hat, und finde, es ist ein Abstandfasten, ein Kontaktfasten. Beim Blick von dem, was nicht geht, auf das, was eben möglich ist, erlebe ich Telefonate und Videokonferenzen als Quality Time. Dieser Begriff aus der Pädagogik meint nicht großartige Unternehmungen mit Freunden, sondern meint Zeiten exklusiver Aufmerksamkeit für andere. Und ich erlebe auch, dass mir aufmerksamer zugehört wird und wir achtsamer aufeinander hören. Davon handelt auch der heutige Text der Lesung. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt. So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, diese Corona-Krise ist wie die Fastenzeit, eine Wüstenzeit. Das normale Leben wird angehalten, es ist Zeit zum Innehalten, Zeit zum Klagen und Trauern, Zeit zum Üben von Geduld und Demut. Zeit, neue Hoffnung zu schöpfen, Zeit zu unterscheiden, was uns tröstet und was nicht. Schenke uns in dieser Zeit Geborgenheit und segne uns. Amen.